Ja, schon. Weil ich habe jetzt geguckt gehabt nach der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt so auf Anhieb bloß das Ding gesehen Ah, gehabt. noch ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Ja, unglaublich, wa? So. Nimm. Hier, das, was ich noch sagen wollte. Lebe lang, o Reisender. Oh ja, lebe du auch lang. Oh, Karawanenverstauer oder so. Hier habe ich nämlich gesehen gehabt, plus 10 Gesamtgeschwindigkeit. Naja, das wäre richtig Hammer. Aber okay, wenn das nur für die 10 Sekunden dann ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen doof. Ah, schade. Schade eigentlich. Okay, dann müssen wir das darüber deichseln. Gut. Lager tief und breit, wie die Dichter sagen. Lager tief und breit. Okay. Hier, ey, das Ding könnten wir fertig machen. Außenpanzer haben wir leider noch nicht. Große Aber... Reise. Wow. Nimm. Was bringt uns das? 10 Schaden, 21 Giftschaden für 3 Sekunden Energieentzug? Ja, das Ding bauen wir uns. Da gehen wir jetzt hier mal zu unserem Elektriker, unserem Blitzmacher. Willkommen, willkommen. Wie kann ich dir helfen? Willkommen, willkommen. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Na wunderbar. So möchte man über den Tisch gezogen werden. Wunderbar. Und Artefakt fertigen. Da haben wir es. Unser Artefakt, was wir haben. Schleier der ewigen Nacht. Hauen wir auch gleich mal rein. Jetzt haben wir... Schaut einfach mal auf Schaden pro Sekunde. SPS. 76. Bam! 144. So sieht das aus. Bam! So muss das sein. 144 Damage machen wir da mal damit. Altar der Separation. Was ist das hier? Legen Sie einen Gegenstand auf den Altar mit dem Relikt oder dem Amulett verbunden werden kann. Aha. Aha. Ach so, damit man das Relikt bekommt. Ach so, okay. Gut, aber hier 144. Vielen Dank. Einen schönen 144, Tag. Freunde. 144%. 144, nee, nicht Prozent, sondern Damage, Mann. Von 76. Wir haben das... Ja, wir haben das beinahe verdoppelt, aber... Ey, ist das nicht Hammer? Ist das nicht Hammer durch diesen ewigen Schleier der Nacht? Ach du Kacke hier, ey. Oh, wie das losgeht hier. Bam, 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 bam. Das erinnert mich irgendwie an Ron Peace hier gerade ein bisschen. So, bam, bam. Ein Schlag, ein Dota. Bam. Okay, der war nicht gerade ganz tot, aber hier durch das Gift verrecken sie eigentlich dann auch gleich. Oh, Hammer, wie ein warmes Messer durch Butter, so muss das sein. So sieht das. Das ist Fußball, meine Freunde. Okay, das ist kein Fußball, das ist Titan Quest. So geht das los. So muss das sein. Bam, bam, bam. Und das Geile unter anderem noch dabei ist, wir haben Life Leech. Nee, nicht Life Leech, wir haben Energie Leech. Wenn wir die Gegner hauen. Wir klauen ihm jetzt einfach mal die ganze scheiß Energie. Bloß weil wir sie anhauen. Bam! Und bam! Und weil wir die Energie klauen, haben wir jetzt die ganze Zeit volles Mana. Yeah, Baby! Yeah, Baby! Yeah! Voll im Austin Powers Style muss man jetzt einfach mal hier mit schlecht geputzten Zähnen einfach Yeah, Baby sagen. Woohoo! Also der Schleier der ewigen Nacht kann man mal so empfehlen oder allgemein erstmal irgendein Artefakt reinknallen und später muss man dann noch definieren, was man wirklich braucht. Aber Hauptsache, man hat wirklich erstmal die ganzen Slots da ausgenutzt. Ich glaube, das Ding mit Life Leech... Was ich dann so angestrebt hatte bei meinem Live-Leech-Bild war Ares Blut. Ares Blut, aber ich bin mir da jetzt unsicher. Ich müsste da nochmal gucken. Da gibt es nämlich immer noch verschiedene Internetseiten, wo man dann die ganzen Artefakte, Items und so weiter und so fort aufgelistet hat. Ist eine echt coole Sache. Man kann natürlich auch so blau in die Welt rein. Kämpfen, reinspielen ist natürlich auch eine angenehme Variante, so das Spiel durchzuleben.
zu durchleben. Aber wenn man dann schon mal so einen Überblick braucht, ich glaube, das heißt Titan Quest Hauptquartier oder so, oder Hauptquartier Titan Quest, keine Ahnung. Irgendwas in dieser Dreh müsste das sein. Hauptquarter oder so, keine Ahnung. Müsst ihr mal schauen. Ich suche mal dann nach diesem Link. Den werde ich natürlich in die Videobeschreibung mit reinknallen. Wo man eine interessante und auch eine sehr detaillierte Auflistung der einzelnen Gegenstände und Waffen hat. So, hier. Oh, okay, das hat gerade ein bisschen geleckt, aber ist ja auch verständlich bei so vielen Toten. Wuhui! Wahahai! Bam! 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 Und weiter geht's. Nächster! Nächster! Mehr davon! Bam! 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 Und los geht's hier. Da nochmal runter in das Rudel. Bam! Selbst hier an den Wänden. Okay, ich dachte, das geht... Ich dachte, ich schieße da weiter. Und das wäre natürlich noch Hammer, wenn man jetzt in dem Fall anstatt Energie-Leech, Life-Leech hätte. Wäre noch interessanter, aber ich glaube, wir sollten Fortuna nicht zu sehr überstrapazieren. Ich kann euch noch einen Rat geben. Okay, einen Rat weniger. Den Hinweis geben, wenn man hier sich diese Dinger zusammenbaut, diese Artefakte. Da hat man zum Beispiel hier Vervollständigungsbonus. Jetzt kann ich da leider mit der Maus... Da unten, das unter dem Orangenen. Vervollständigkeitsbonus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das hängt, das ist wirklich zufallsbedingt, was man da erhält. Da hätte natürlich jetzt auch drin stehen können, Life Leech für eine Sekunde, 20 Life Leech für eine Sekunde, beispielsweise. Das ist wirklich zufallsbedingt. Das könnten wir, wenn wir noch die Ressourcen dafür hätten, könnten wir nochmal 50 Mal dieses Ding bauen und vielleicht hätten wir bei zwei von diesen 50 Sachen die Möglichkeit, sowas dazu zu bekommen. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ich finde gut, dass wir hier nochmal einen zusätzlichen Giftslot dazu bekommen haben. Okay, 6 Sekunden sind sehr lang und so lange überleben hauptsächlich hier die Gegner auch nicht. Wenn es nicht gerade ein Bossgegner ist, ne? Also... Ui! Ab da rein! Alle gestorben! Welche in unserem Umfeld gestanden haben. Bam! Jetzt fehlt es uns eigentlich nur noch an blauen... an einer vernünftigen blauen Rüstung. Okay, Rüstung ist hier auch relativ. Man hat eigentlich hauptsächlich seine Toga an und dann darüber haut man eigentlich nur einen Brustpanzer. Eine Hose hat man noch nicht mal. Man hat maximal dann noch ein paar Armreifen und ein paar Fußreifen, aber mehr auch nicht. Man kämpft heldenhaft in Toga und Sandaletten. Römerlatschen. In eine Toga und Römerlatschen. Hauptaufgabe aktualisiert. Die Quelle der Monster. Und hier ist das untere Kriegslager. Schauen wir uns das doch einmal an. Ei, das sieht wirklich aus, als ob hier Krieg geführt wird. Oh, hier geht's los. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Hier, frisst das und du kriegst hier auch noch eins. Und hier, du Seppel, hast du was? Bam, bam! Oh, dramatische Musik. Ich hoffe, die ist nicht zu laut im Video. So, weiter geht's. Hier nochmal um die Ecke geguckt. Wow, wui, jahai. Fertig gemacht. Einfache Truhe. Na, no, leider nichts Besonderes. Wir befinden uns immer noch im... Griechenland. Und immer noch in der Mortis Throne. Okay. Immer noch im Hauptspiel von Titan Quest. Im Mortis Throne. Findet erst wirklich in Hades statt. So möchte ich das sagen. Und wir haben jetzt plus... Oh, was ist denn hier los?
Mega-Leck war das hier gerade. Vollen Mega-Leck. Musste hier die ganzen blauen Gegenstände mussten jetzt erst geladen werden. Ich wette, wir finden in diesem gesamten Lager nicht einen weiteren blauen Gegenstand. Auch wenn wir hier gegen das Vierfache der Monster spielen. Und somit eigentlich das Vierfache bis zu dem Vierfachen an Wahrscheinlichkeit hätten. Oh nee, da ist wirklich ein blauer Gegenstand. Hier, Jadebogen oder so müsste das Ding sein. Türkisbogen. Ey, das ist ein Türkenbogen. Das ist ein Bogen aus der Türkei. Türkisbogen. Nee, tut mir leid. So. Hier haben wir, hier kicken wir nochmal und babam. Sam. Wasam, Baby, wasam. Bau! So muss das laufen. Ich fühle mich so richtig mächtig, wenn ich endlich mal so ein Schwert habe. Ein Schlag, ein Toter. Bau, bau. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt auch noch die aus dem Verteidigungsbaum den Schildschlag hätten. Dann würden wir natürlich mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Wäre natürlich auch eine geile Variante, den AOE weiter auszubauen, aber man kann nicht alles haben. Wir wollten jetzt erstmal die Traumbeherrschung meistern. Und das ist auch nicht so verkehrt. Und für die Leute, die sich sagen, ey, zeig doch mal den Türkisbogen. Warum zeigt er uns nicht den Türkisbogen? Ja, ich weiß. Türkisbogen. So, den zeige ich euch hier gleich. Ich wollte jetzt hier bloß noch mal ein bisschen rumeiern. Bam! Ich bin nämlich guter Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch was anderes finden. Nicht gerade nur grünes Zeug, ja, also. Aber leider. Leider sieht's nur so aus. Bam! Bam! Umgehauen. Jeha! Was haben wir da? Nichts. Gut. Türkisbogen. Der Türkisbogen ist sehr langsam. Hat 27% mehr Durchschlagschaden. 60 bis 84 Giftschaden für 6 Sekunden. Wie schon gesagt, 6 Sekunden sind sehr lang. Also so lang sollte eigentlich ein Gegner nicht stehen. Plus 10% Giftschaden und um 43% längere Dauer. Yay. Dauert noch länger. So, aber der... Denn das nächste ist auch geil, plus 15% Giftwiderstand, also das würde heißen, dass die Spinnen uns am Arsch lecken können. Und das kommt noch geiler, plus 1 auf alle Fertigkeiten der Jagdmeisterschaft. Sowas müssten wir finden, am besten als Schwert oder als Schild für unsere Traummeisterschaft, wo dann einfach mal so fett draufsteht, plus 1 auf alle Meisterschaftspunkte. Ja, das wäre Hammer. Nämlich da könnte man überall da, wo man einen Punkt investiert hätte, würde man da eins dazu bekommen. Das würde hier heißen, dass man da 6 hätte, hier 3, hier 2, hier 1. Da, wo man noch 0 Sachen drin hat, da hat man dann nicht automatisch eins dazu bekommen. Leider nicht, so ist es nicht. Man muss mindestens einen Punkt darin investiert haben. Ja, ja, das ist so die Tücke. Die Tücke liegt im Detail. Werte Freunde, die Tücke liegt im Detail. Oder der Teufel liegt im Detail. Ich weiß es nicht. Ach, Kacke. Jetzt renne ich da durch. Ja, okay. Gucken wir mal. Oh, hier. Haufen Satyren. Haufen Berg-Satyren. Nicht, dass euch wundert, warum die so blass sind, ja. Also das sind Bergsatyren, ja. Hier ist es kälter. Bam. Okay. Nein! Wow. Das Problem bei solchen Massen ist immer, dass man nicht wirklich mehr den Cursor sieht. Also ich habe zumindest immer das Problem, dass ich nicht so ganz den Cursor dann immer im Blick habe. Ach, da ist er, den ich treffen wollte. Den Plünderer, der seine Freunde mit einem Buff belegt.
in einem Feuerbuff, dass hier alle Feuerschaden